Herzlich willkommen aus Detroit von der North American International Auto Show 2016 und zu unserer beliebten Kategorie gefällt mir nicht. Dieser Kollege hier macht den Anfang, das ist der Kia Telluride, ein dickes SUV. Dagegen ist jetzt gar nichts einzuwenden. Trotzdem ist das mein gefällt mir nicht von der Messe in Detroit, denn der sieht dem Volvo XC90 ganz schön ähnlich. Und zwar vorne, hinten und an der C-Säule erkenne ich da ganz schön viel vom Volvo-Design. Und ich muss sagen, der Volvo, der ist schon ein bisschen eleganter als der Kia. Von daher, mein gefällt mir nicht. So muss ein kompaktes Sportcoupé aussehen, wie der BMW M2. Richtig breite Backen, 370 PS unter der Haube, Handschalter, ganz wichtig für die M-Fans. Mir gefällt er sehr, sehr gut, ist der würdige Nachfolger fürs 1er M-Coupé und deshalb mein Top der Messe, ganz eindeutig. Ein Auto, was mich hier in Detroit extrem positiv überrascht hat, ist der neue Volvo S90. Da kann man mal sehen, wie eine Oberklasse-Limousine richtig geht. Und zwar nicht, weil sie sich irgendwie anbiedert, sondern weil sie anders ist als andere. Vor allem das Heck ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man muss sich erst mal ganz genau anschauen, was da so alles los ist. Wenn man es dann aber hat, dann ist das richtig gut geworden. Und das Spannende daran ist, der ist nicht nur außen gut, der ist auch innen gut. Der ist so schlicht und so zurückhaltend, wie wir es von Apple kennen. Und deswegen ein Auto, was mir extrem gut gefällt. Die neue Mercedes E-Klasse ist das Auto auf der Detroit Auto Show, was mich tatsächlich enttäuscht hat. Und das nicht, weil das Auto irgendwie schlecht geworden ist. Ganz im Gegenteil, technisch fährt die, glaube ich, richtig weiter vorn. Allerdings, wenn wir uns dann die Optik angucken, da kriegt Mercedes dann doch ein Problem. Denn ob das eine große C-Klasse ist oder vielleicht doch eine kleine S-Klasse, sie ist eben beides. Und genau das ist das Problem. Eine E-Klasse als Pfeiler der Marke Mercedes-Benz braucht eine eigene Identität. Und die hat dieses Auto nicht. Und deswegen ganz klar eine Enttäuschung für mich. Dieser Typ hier elektrisiert mich. Das ist der Chevy Bolt. Das Elektrofahrzeug von Chevy, was Ende des Jahres genauso als Opel auch zu uns kommen wird. Er wird über 300 Kilometer Reichweite haben, aber unter 30.000 Euro kosten. Genau solche Fahrzeuge brauchen wir. Und deswegen ist der Chevy, der Opel, für mich das Auto der Messe. James Bond wäre geschüttelt, nicht gerührt, wenn er das hier sehen würde. Aston Martin, die große britische Marke, hat hier den wohl teuersten Parkplatz in Detroit ergattert. Drei Fahrzeuge lieblos zusammengestellt unter Laternenlicht, im Schimmerschein auf schwarzem Teppich. Völlig lieblos. Hier fehlt sogar das Emblem. Frei nach dem Motto, der Letzte macht das Licht aus. Tschüss von Detroit.